Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Mammutmarsch-Video. Ich bin ja heute Morgen in Heidelberg, allerdings nicht ganz genau Heidelberg, es ist Wiesenbach heißt der Ort. Der Start vom Mammutmarsch in Heidelberg musste verlegt werden aus Corona-Gründen, durfte der Originalstartort halt nicht genommen werden. Wir sind jetzt hier in Wiesenbach, sagen wir mal da hinten ein bisschen im Nebel. Da ist der Start- und Zielbereich und der Walter ist auch wieder dabei. Und wir sind hier heute die Startgruppe 8.30 Uhr und warten, dass wir gleich rein dürfen hier. Und ich bin ziemlich aufgeregt. 42 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Das haben wir so ja noch nie gemacht. Und das wird jetzt ganz spannend hier heute Vormittag. Und Nachmittag auch noch für uns. Wir rechnen mal so ja 10 Stunden. Rechnen wir schon. Geht auch quer durch Heidelberg. Da bin ich schon gespannt, was wir da zu sehen bekommen, was ich euch da zeigen kann. Und hier stellen wir uns mal ein zur Einlasskontrolle, dass wir hier zum Start kommen. Dankeschön. Danke. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Dankeschön! Und jetzt gucke ich auf die Uhr und jetzt geht's für euch los in 10. Halt! Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und los! Viel Spaß bei euch! Bis später! Es geht total entspannt los hier heute Morgen. Richtig gemütliches Tempo in der Gruppe hinterher laufen. Aber der erste richtige knackige Anstieg lässt ja auch nicht lange auf sich warten. Ja, liebe Leute, mittlerweile sind es gut 3 Kilometer und die erste Steigung ist jetzt hier nicht vor uns, wie man so schön sagt. Hier im Wald, wirklich wunderbar, sind ja 2 Premieren heute. Einmal der erste Mammutmarsch hier in Heidelberg, der sollte ja schon 2020 stattfinden, musste der Corona-bedingt damals abgesagt werden. Und die zweite Premiere sind meine neue Schuhe. Ich habe mir ja Trailrunning-Schuhe gekauft und die auch 5 Kilometer eingewandert. Soll man ja unbedingt machen, ne? So lange Strecken mit neuen Schuhen, das wird ja empfohlen. Naja, bis jetzt laufen sie ganz gut. Die nächsten 5 Kilometer haben sie ja gleich auch schon in der Sohle. Und mittlerweile hier ein ganz lustiges Trüppchen, nette Unterhaltung. Und jetzt geht's weiter zum Verpflegungspunkt 1, 2 Kilometer 10. Und dann haben wir auch schon die ersten paar 100 Höhenmeter in den Main. Oh Mann! Ja, liebe Leute, gut 6,5 Kilometer haben wir jetzt. Boah, das ist schon ganz schön am Pusten hier heute Morgen. Aber das wussten wir, als wir das Streckenprofil angeguckt haben. Das war das knackigste Stück hier am Anfang bis zum ersten Versorgungspunkt. Puh, aber wo Versorgungspunkt? Wir haben heute Nacht in der Jugendherberge in Heidelberg übernachtet. Die nächste Nacht ist auch nochmal. Das war wirklich super ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Frühstückszeit war da ab 7 Uhr heute Morgen. Ich habe jetzt 5 Minuten eher reingelassen, weil wir Viertel nach 7 schon los mussten. Hatten auch den Vorteil, dass die Andrea uns zum Start fahren konnte. Danach Wiesenbach hieß das, Wiesental? Ja. Ich glaube, Wiesenbach, ne? Es hat dann Shuttle-Service gegeben. Vom eiligen Startpunkt hätten wir vorher Zug fahren müssen. Und den ganzen Tralafiti haben wir uns alle erspart. Danke, Andrea, wenn du das hier siehst. Hoffentlich guckst du mir den Film auch an. Und jedenfalls, das ist eine feine Sache. Die sammelt uns nachher auch wieder ein. Das heißt, im Zielbereich können wir uns auch gut gehen lassen. Diesmal richtiges Bierchen trinken und nicht immer alkoholfrei, weil wir hinterher Auto fahren müssen. Da freue ich mich schon drauf. Sind ja auch bloß, aber sind halt bald noch 35 Kilometer. Ja, ist ja nix. Ist jedenfalls richtig schön heute Morgen hier bei Heidelberg durch den Wald zu laufen. Vor allem in einer Gegend, wo uns überhaupt nicht auskennt. Wir wissen ja überhaupt nicht, was nach der nächsten Kurve kommt. Wir wissen ungefähr, nach welcher Strecke und welcher Höhe die Verpflegungspunkte kommen. Und ja, lass uns überraschen. So, jedenfalls, was wir schon gehört haben hier heute Morgen. Bombastische Aussicht gleich am Verpflegungspunkt 1. Dass man eine Heidelberg gucken kann, anders nach Mannheim. Wo ich auch noch nie war, wo ich also auch nicht weiß, was da zu sehen gibt. Ja, schauen wir mal.
Wir sind noch nicht mal 2 Stunden unterwegs. Jetzt geht er praktisch nur bergauf und wir haben die 10 Kilometer schon geschafft. Wir waren ganz verwundert, weil in unserem eigenen Navigationsgerät waren es erst 9,5. Aber tja, beschweren wir uns ja nicht, ne? Wenn die hier andere Maßstäbe haben im mitteldeutschen Raum hier. Ist ja super. Ja, Leute, das nenne ich mal eine Aussicht am Verpflegungspunkt hier am VP1. Ja. Hallo. Einmal Erdnuss. Ja. Danke. Ja, bitte. Danke. Nee, ein paar Salzstangen hätte ich gern. So oder mehr? Dankeschön. So, und der Walter probiert gerade den Super-Tipp von Autor mit Sebastian, mal eine Magnesium-Brausetablette direkt unverdünnt sozusagen im Mund. Wirkt besonders gut, besonders schnell, aber mit Zitronen-Orangengeschmack doch sehr intensiv. Ja, liebe Leute, das war jetzt Verpflegungspunkt 1 hier beim Mammutmarsch heute in Heidelberg. Und wie man sieht, alles ein bisschen eng mit so vielen Leuten. Auch irgendwie keine richtige Sitzgelegenheit, um sich auszuruhen. Da sind wir doch verwöhnt sonst vom Osterwald, der ist da vorne. Vom Ruhrgebiet, von den Mammutmärschen. Da ist auch mehr Platz sonst, ne? Zum Pause machen. Ja, aber nichtsdestotrotz eine bombastische Aussicht. Das hat natürlich alles wettgemacht. Das ist auf jeden Fall genau. Genau. Jetzt geht's weiter Richtung Heidelberg Altstadt. Was ich gerade so ein bisschen vermisst habe beim Verpflegungspunkt war Kaffee. Hab gefragt, gibt es beim zweiten Verpflegungspunkt. Wie gesagt, alles ein bisschen beengt da vorne. Da sind wir Kilometer gelaufen und da ist schon Verpflegungspunkt 1,5, hätte ich gedacht. Aber hier ist wohl so ein Mountainbike-Wettbewerb und ja, mehrere Veranstaltungen auf der gleichen Strecke. Wir hoffen, dass wir nicht von hinten überrollt werden hier. Nochmal ein kleines Zwischenfazit mit den neuen Schuhen, mit den Trail-Running-Schuhen. So sind die super. Super Dämpfung, also auch auf dem Waldboden mit den Steinen darunter. Alles tippitoppi. Die sind sehr leicht. Die merken absoluten Unterschied zu den Wanderschuhen. Das ist auch sehr gut. Problem ist nur, ich habe rechts an der Ferse so eine kleine Blase. Habe schon Blasenwasser drauf gemacht. Die hatte ich aber auch nach dem Mammutmarsch Ruhr schon. Das ist noch gar nicht so lange her. War wahrscheinlich die Haut noch gar nicht wieder so intakt darüber. Das heißt, wenn ich jetzt in, ich glaube 14 Tagen ist ja schon Dortmund, die 55 Kilometer in Angriff nehme, werde ich mal prophylaktisch vorher was drauf machen. Das mal genau im Auge behalten. So, wir nähern uns jetzt langsam wieder der Stadt Heidelberg. Ja, was heißt wieder? Mit dem Marsch waren wir noch gar nicht da. Und jetzt sind wir auch ganz froh, dass es heute Morgen nicht regnet hier. Das wäre sonst eine schöne rutschige Sache geworden. Ja, im Hintergrund seht ihr die historische Brücke hier in Heidelberg. Wir laufen jetzt ja einmal durch die Wohngegend da an dem Hügel entlang. Ich hoffe nicht ganz drüber. Und dann über die historische Brücke in die Altstadt.
dass wir hier nicht über den Hügel mussten, war natürlich nur Wunschdenken. Jetzt sind jetzt hier auf dem sogenannten Philosophenweg. Ja, und ich glaube, da oben ist aber gleich auch irgendwann oben. Und dann geht's gleich über die historische Brücke in die historische Altstadt. Wenn wir da Luft haben, ne? Ja. Das ist ja echt historisch hier heute. Ja, Freunde, das läuft heute bei uns, vor allem der Schweiß, aber die Aussicht ist auch wirklich bombastisch. Jetzt kommt natürlich die, ist ja immer so, ne? Wenn ich die Kamera auspacke, kommen die Büsche ins Bild, aber ist super, wirklich. Wir sind total begeistert, ne, Walter? Zumindest solange die Kamera an ist. Und wir haben ja auch schon bald Halbzeit. Ja, und dann geht's durch die historische Altstadt an den ganzen Fressbuden vorbei, Eisdielen, Pizzerien. Ja, nicht schwach werden. So, den zweiten Hügel haben wir dann auch bergab gleich gemeistert hier heute. Jetzt geht es runter zum Neckar. Und das sieht auch schon nach einem Highlight da vorne aus. So ein Stauwerk, wie nennt man sowas? Staudamm, Sperrstau, Aufstau. Ihr wisst, was wir meinen. Ihr könnt es ja, sehen davon. Genau, Wasserfall. Ja, herrlich, jetzt hier Halbzeit und so schön am Neckar lang laufen. Nicht bergauf, nicht bergab. Hier rüber. Da, auch da ist er. Und mit dem Bildchen. Das ist jetzt wirklich böse für uns hier. Genau. Wer plant denn sowas hier? Bei so einem schönen Wetter, zu so einer Zeit, in der ganzen Gastronomie vorbeilaufen zu müssen. Wo man muss ja nicht, ne? Das heißt ja, der Mammutmarsch ist ein Selbstversorger-Event. Ja, genau. Wie man sich da selbst versorgt, also. Aber da komme ich nicht mehr hoch. Walter, wir sind gleich hier oben. Ja, hier ist der Oberschenkel richtig. Ich muss mehr trinken. Ja, weiß ich oben. Ja. So, aber ich glaube, wir haben es gleich hier. Die Treppe zur Burg. Die Wegweiser. Oder auch doch noch nicht. Den Ausblick hat sich der Treppensteiger wenigstens gelohnt hier.
müssen mal gucken, wo es hier weitergeht. Ach ja, das ist ein Pfeil. Wir müssen hier hoch. Mittlerweile Kilometer 26 dürfte das sein und wir sind jetzt 6 Stunden unterwegs gleich und bei Kilometer 28 gibt es dann heißen Kaffee. Dafür tragen wir auch schon den ganzen Tag die Tasse mit uns rum und müssen aufpassen, wo man hier hinläuft im Wald, weil für die Füße mal ganz angenehm, nicht auf so hartem Boden zu laufen, sondern hier schön durch den Wald. Das federt schön. Mit großem Schritten nähern wir uns jetzt den Verpflegungspunkt 2 hier in Neckargemünd. Das dürfte das Örtchen sein, was wir hier unten liegen sehen. Und da geht es jetzt runter. Und da wäre eigentlich auch der Start des Mammutmarsches gewesen. Vor 14 Tagen mussten die Veranstalter das umorganisieren. Wegen Corona, wie auch immer, hatten sie dann hier die Genehmigung nicht mehr gehabt, das Ganze stattfinden zu lassen. Darum mussten wir nach Wiesenbach umziehen. Da laufen wir jetzt ja auch wieder hin. Dann wären wir schon im Ziel, Walter, ne? Wenn wir Neckargemünd gestartet wären. Obwohl, dann wären wir ja auch länger unterwegs gewesen. So gesehen tut sich das wahrscheinlich nichts. Ne? Der Walter macht hier einen Abtrieb mit seiner Glocke. Das habe ich ihm jetzt angetan. Ich habe meine Outdoor-Tasse halt mit für den Kaffee, den ich ja immer noch erwarte hier, den frischen. Und dachte ich mir, kann ja nicht sein, dass der Walter zugucken muss, wenn ich da frischen Kaffee trinke. Darum habe ich ihm auch so eine Tasse besorgt. Und jetzt ist er auch so nett und schleppt die mit sich rum. Ich weiß nicht, ob er sich schon ärgert, dass er sie dran gemacht hat. Heute die ganze Zeit klappert. Aber man wird damit auch angesprochen. Ne? Man lernt dadurch auch Leute kennen. Genau, ein Anmachbecher. Ja, ein. Achso, Anmachbecher. Auch nicht schlecht. Jo, dann müsste das jetzt Kilometer 28 sein, Verpflegungspunkt 2 in Neckargemünd. Hallo, ich hätte gerne ein paar Salami-Sticks. Ja, wie viele denn? 5? Oder so eine Handvoll, jo. Danke. Und eine Banane. Bitte. Ja. Merci. Hallo. Nee, ein paar Tomätchen. Super. Und ein bisschen Gurke. Danke. Nee, nehmen wir hier eine saure noch. Eine saure. Danke. Und hier noch ein paar Salzstangen in Deckel. Tippidoppi, danke schön. Oh, da gibt es auch Süßigkeiten. Dann hätte ich gern Twix. Ja. Und Mars. Dankeschön. Freunde, mein Tag ist gerettet. Es gibt Salami-Sticks. Da bin ich irgendwie total drauf fixiert bei diesem Mammutmärchen. Weiß auch nicht. Habe ich immer mit angefangen beim ersten. Bin ich so gefreut, dass da sowas gibt. Dann will ich das jetzt auch immer haben. Aber was ich gerade schon entdeckt habe, da vorne die Kaffeebude. Ich glaube, Kaffee gibt es hier nicht für lau. Gibt es richtigen Kaffee. Aber nicht so wie sonst vom Veranstalter, sondern so hochwertig. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Aber mal gucken. Ich hätte gern Cola. Cola? Energie. Sieht man, wenn das voll ist? Nö, ne? Bitte? Sieht man nicht, wenn es voll ist. Ja, aber ich fühle es, ich sag Bescheid. Ja, okay, gut. Das sagen aber alle bei der Tankstelle immer, also bei euch hier, bei allen Veranstaltungen. Man sieht das nicht, ne? Extra Wasser reingemacht vorher. Okay. Ist voll, danke schön. Jo. Gerne. Ich habe selber einen. Ich habe jetzt gerade einen Schuhwechsel gemacht. Ich habe einen Becher. So, die Cola-Flasche ist auch wieder voll jetzt hier. Nach der Pause in Neckargemünd. Neckargemünd, ja, irgendwie so, ne? Ich glaub wohl, dass das hier so heißt am Neckar. Also sozusagen jetzt gerade hier lecker am Neckar.
meine Salami-Sticks gab es, dann ist der Tag für mich gerettet. Und auch bei Süßigkeiten. Haben die Dosen natürlich vollgepackt jetzt hier, weil am Ziel gibt es ja nichts. Da habe ich natürlich auch wieder Hunger. Aber so weit ist es ja noch gar nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt noch 14 Kilometer, zwei knackige Anstiege. Dann schauen wir mal. So, Endspurt. All der Quälerei hier heute, so eine wunderschöne Gegend und war noch nie hier war, so wie Walter und ich jetzt hier, jedenfalls nicht zu wandern, Ina und ich waren letztes Jahr mit dem Wohnmobil mal eine Nacht in Heidelberg, als wir eine Woche mit dem Wohnmobil unterwegs waren, im Oktober, und da waren wir auch in Heidelberg, aber hier wandern war ich noch nie, Walter auch nicht, das ist ja noch umso spannender, was man ja in jeder Ecke so entdeckt, ne? Auch in diesem Ort hier, keine Ahnung, wo wir hier sind, aber zum Ende hier bei Kilometer irgendwo bei 38 müssen wir jetzt sein. Freude auf eine Treppe. Da kommt Freude auf, sag ich Walter. Eine Treppe hatten wir heute noch gar nicht. Ja, wir sind hier noch richtig, weil der Veranstalter markiert das hier, diese Schleifen. Ich stelle mir nur gerade vor, wenn es jetzt ein 24-Stunden-Mammutmarsch wäre. Und das hier nachts. Brauchst du eine gute Stirnlampe. Musst du hoffen, dass es nicht regnet. Und eine Menge Motivation. Nee, es hat nicht geregnet zwischendurch. Das ist die pure Anstrengung, die mir ins Gesicht geschrieben ist. Ja. Wassergekühlt ist das hoch. Jetzt ist es wirklich nicht mehr so weit. Die 40 Kilometer sind geschafft. Hier vorne kommt das 40er Motivationsschild. 40 Kilometer Mammutmarsch hier in Heidelberg bei der Premiere. Mach mal ein schönes Foto.
Ja, liebe Leute, das war's hier, der Mammutmarsch in Heidelberg, Premiere 2021. Und ich habe ja die Medaille bekommen für die erfolgreiche Teilnahme in 42 Kilometern. Normal bekommt man auch ein Finisher-Bändchen. Das haben sie nicht gefunden, das ist irgendwie wohl per Post zum Nachbarn hier gekommen. Jedenfalls, es gab keine Finisher-Bändchen. Schade, eigentlich kann man sich das mal schön hinten an den Rucksack machen. Normal kriegt man auch immer so einen Stempel in den Wanderpass für jede gelaufenen 10 Kilometer immer einen Stempel und irgendwann dann so, ich habe was gesagt, Entfernungskilometer, also so gewanderte Kilometer aufnäher. Ja, gab es auch nicht, kann man sich beim nächsten Wandertag, hätte ich was gesagt, beim nächsten Mammutmarsch dann nachstempeln lassen. Und mein nächster Mammutmarsch ist ja in Dortmund in 14 Tagen. Für die 55 Kilometer habe ich angemeldet. Da bin ich mal gespannt. Das steckt mir jetzt erstmal in den Knochen. Klar, ist gerade vorbei. Aber wir sind mächtig stolz und wie heißt es so schön? Die Schmerzen gehen vorbei, der Stolz bleibt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn euch hat, darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Kommentiert das Ganze auch fleißig bitte. Spart nicht mit Lob und nicht mit Superlativen. Wir sind mächtig stolz. Und jetzt geht's nach Heidelberg. Ein bisschen gefeiert. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Spobo.